Zu einer neuen Folge Herr der Ringe, die Eroberung. Ja, heute fangen wir mit dem Ringkrieg an, oder der Ringkrieg. Du möchtest aus dem Video springen, die gleichen Schlacht stürzen. Ah ja, haben wir ja jetzt erst speichert. So, wir wollen heldenhaft spielen, ne? Weil, oh, weil, oh, ich weiß nicht, direkt dann so leicht zu spielen ist auch. Helmsklamm. Oh, gleich mal mit der geilsten Schlacht. Das ist, glaube ich, sogar wirklich meine Lieblingsschlacht, Helmsklamm. Ah, bin ich mir noch nicht so sicher, aber ich glaube doch, finde ich geiler als Minas Tirith. Und jetzt, ja, mal gucken. Und immer, wir müssen halt wieder ein bisschen reden, weil sonst haben wir wieder das Problem wie die ganze Zeit. Mit Urrecht und so, EA halt wieder, ne, und die ganze Musik und so. Und, ah, das ist schon wieder cool, ne, aber ich... Oh. Und nun steht eine mächtige ja. Armee mit Leitern und Kriegsmaschinen vor ihren altehrwürdigen Mauern. Die Verteidiger bin ich wirklich gespannt. Und das Tor zur Festung halten, hey Legolas. Hey Legolas. Hey Legolas. Oh, der richtige Legolas. Ja, also ich bin echt gespannt. Ich habe, wie gesagt, das Spiel noch nie gespielt. Und bin echt gespannt. Ich glaube, ich werde eh vermehrt mit einem Bogenschützen kämpfen. Weil wir können es uns jetzt immer aussuchen, ne? Ah, geil, Langbogenschützen, Pfeilhagel. Ja, ich glaube, ich werde viel mit dem Bogenschützen spielen. Spawn auswählen. Ah, wir können ja auch spawnen. Okay. Seid ihr bereit für die Schlacht? Ah, ja. Verteidigt das Gebiet? Kämpft innerhalb der blauen Verteidigungszone. Okay. Helmsklamm darf nicht fallen! Verteidigt den Klammball! Sie kommen die Leitern herauf! Nicht mit uns! Nicht mit uns, meine Kinder, nicht mit uns! Na? Ah, ich muss wirklich sagen, sie echt. Wir snipern mal so ein bisschen. Da kommt wieder der eine oder andere, was zielst du nicht genau, deswegen ziehst du auch so scheiße. Ja, ist mir egal. Ist mir hart egal. Wir one-hitten die halt, ne? Was ist denn hier los? Allein wir haben ja schon hier 10 Stück getötet. Mindestens. Los, Männer! Haltet die Mauer! Ah, ich bin runtergefallen. Du, 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 du. Verteidigen, okay. Wir haben sie aufgehalten! Vorläufig. Bringt die Fackelträger zu Fall um jeden Preis. Oh Scheiße. Sie bringen explodierendes Feuer auf die Mauer. Bringt die Fackelträger zu Fall, bevor es zu spät ist. Lasst sie nicht bis an die Mauer. Komm, snipert ihn weg. Die Fackelträger, bringt sie zu Fall. So, wenigstens werden die uns schön angezeigt, ne? Haltet die Fackelträger auf! Na komm. Ja. Wir haben es geschafft! Zurück zur Festung, bevor sie wiederkommen! Zurück zur Festung! Wie bevor sie wiederkommen? Wie bevor sie wiederkommen? Ihre Katapulte sind zu stark. Als ob. Die Uruks brechen durch die Mauer. Rückzug. Als ob niemals. Das ist eine Lüge. Das ist so eine Lüge. Das Haupttor darf nicht fallen. Ja. Dann. Sie brechen durch das Haupttor. Verteidigt es! Werft sie zurück! Ja! Logisch! Werft die Urukai zurück!
Ich will den erleben haben. Gut. Sie schießen auf den Klammwall. Nicht mit uns. Muss ich jetzt da draußen stehen, oder? Die Süßen, wie sie alle hochrennen. Die Süßen. Hey, das waren noch Urukai Armbrustschützen, ne? Die hatten noch Armbrüste und nicht irgendwie... Komm! Yes, Haupttor verteidigt. Wir haben das Haupttor heldenhaft gehalten. Aber die Mauer ist gefallen. Und nun wird das Tor überrannt. Wir ziehen uns in den Thronsaal zurück. Oh. Was? Wir gehen hier hoch. Lady Galadriel. Ach, das waren ja die Elben, ja. Die Uruks strömen durch die glitzernden Grotten in den Thronsaal. Wir müssen Theoden helfen, ihn zurückzuerobern. Wo kommen die denn her? Los. Sie haben die Grotten zurückgebracht. Wir sitzen in der Falle. Helft mir, sie niederzubringen. Beste Mann, Theoden. Nein. Oh nein. Dann nehme ich mal einen Schwertkämpfer. Theoden, ich komme. Ich komme. Macht kurzen Prozess. Entreißt den Thronsaal ihren Klauen. Ja, so One-Hitten mit dem Dingens gefällt mir schon irgendwie ein bisschen besser. Ja. Ey, das gibt's doch nicht, die sind ja saustark. Lasst keinen entkommen! Boah, die Uhus, Mann. Hä, hey, die machen uns ja richtig platt. Boah. Wir brauchen halt echt einen Bogenschützen. Ich glaube, das ist besser. Da können wir mehr anrichten wieder. Macht kurzen Prozess. Entreißt den Thronsaal ihren Klauen. Na. Sie sitzen im Thronsaal in der Falle. Lasst keinen entkommen. Hey! Alter! So. Wirft alles in die Schlacht! Schwallmänner! Nehmt ihn! Und nehmt ihn schnell! Ja, ich würde gern in Felden spielen. Aragorn! Diese Stellung hält Aragorn! Los, Kümmene! Der König ist bei euch! Wir holen uns den Scheiß wieder! Vorwärts, Männer von Rohan! Besetzt, was von der Mauer übrig ist,
und weicht nicht zurück. Los. Holt euch die Mauer zurück. Los. Boah, diese Offiziere, ne, die hauen halt schon richtig rein, ne. Los, Aragorn. Aragorn, du bist der Beste. Na, aber Aragorn, du bist gleich tot. Ah, Mensch. Aragorn wurde vernichtet. Auf grausamste Weise. Aber nicht schlimm, wir haben uns schon ziemlich was niedergeschnetzelt. Wir holen uns den Wald zurück. Direkt mal dahinter ballern. Nehmt den Klammball! Tod oder Sieg! Tod oder Sieg und wir machen's! Los, wir holen uns den Klammball! Hier. Los. Haltet die Stellung bis zum letzten Atemzug. Sollen wir uns hier die Stelle? Los. Tod und Untergang! Los. Meine Ellenbogenschützen, Freunde. Los, die tanken einfach und dann. Wir müssen kurz hier weg. Los. Bewacht diesen Bereich, werft alle Feinde zurück. Sehr gut. Theoden, er macht das halt schon richtig hart, ne? Komm, noch 10 Sekunden. Ja. Ja. Dieser Ort gehört uns! Geil.
Also ich finde es super, ne? Also wie gesagt, mir macht's richtig Spaß. Mal ein bisschen was anderes, beziehungsweise... Ja, ich würde wirklich sagen, also ich finde es bombastisch. Ja. Saurons Macht über die Schmieden Isengards und Morias ist ungebrochen. Da müssen wir halt auch noch kämpfen, da bin ich auch mal gespannt. Denn wer Gondor mutig ausharrt, ist eine uralte Macht aus ihrem Schlummer erwacht. Ja. In diesem großen Krieg soll der weiße Zauberer unser Führer sein. Ja, das kriegen wir ganz gut hin. Aber ich bin echt mal gespannt, weil wir auf die böse Seite spielen können. Sehr schön. Oh. Ja, da können wir jetzt natürlich noch nicht. Da hätte ich auch gesagt, beenden. Ja. So, der Ringkrieg. Können wir jetzt nicht sofort weiterkämpfen? Ah doch, jetzt können wir hier Isengard freischalten. Oder jetzt haben wir Isengard freigeschalten. Jetzt will ich mal noch ein bisschen gucken. Danach haben wir noch die Minen von Moria, auch ganz cool. Osgiliath, ja. Minas Tirith, die Pelennorfelder, Minas Morgul. Und wenn wir das dann fertig haben, können wir nämlich Saurons Aufstieg spielen. Das ist auch echt, boah. Bin ich auch mal gespannt, was da, wieso mal die böse Seite ist. Bin ich auch wirklich gespannt. Isengard, so ein bisschen freue ich mich auch noch so auf Minas Tirith und die Pelennorfelder. Das sind so die zwei, wo ich mich auch noch richtig freue. Minas Morgul, das war ja, wo Sam, glaube ich, ne? Minas Morgul. Moment. Muss ich kurz mal gucken. Das hieß ja anders dann, ne? Minas Morgul. Das ist die Festung, ne? Ja, das ist die schwarze Festung. Okay, zurück. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.